Mario wird zu Kirby? Mario reist in die Vergangenheit, um etwas über New Donk City zu erfahren. Doch, was genau wird das sein? In unserer heutigen Mario Odyssey Geschichte dreht sich alles um die Stadtverwaltung und um dieses alte Rathaus. Oh Mann, das wurde ja wirklich noch nie saniert, oder? Das sieht ja fürchterlich aus und überall diese Poster. Ich meine, damit kann man doch keine Stadt verwalten, oder? Ich weiß auch nicht, wie Bürgermeisterin Pauline hier arbeiten kann. Oh Mann. Und hier sind überall Insekten. Und alles ist runtergekommen und brüchig. Wenigstens gibt es ein paar Fragezeichenblöcke, aber die helfen mir an dieser Stelle auch nicht weiter. Schaut euch mal den Boden an. Das ist grauenhaft. Und? Wow, so richtig stabil ist es aber auch nicht. Da falle ich ja runter. Das gibt's ja nicht. Ich muss unbedingt mit der Bürgermeisterin sprechen. Die muss unbedingt Geld in die Hand nehmen, um das ganze Gebäude zu sanieren. Oh Mann. Wir brauchen einen Stuckateur, einen Maler. Wir brauchen wirklich alle Berufe, um dieses Rathaus wieder in Schwung zu bringen. Ganz viele wichtige Menschen. Nee, so kann das nicht weitergehen. Ich gehe direkt zu Pauline. Ich muss mit ihr reden. Wie sieht das denn aus? Von außen sieht das Rathaus ja richtig schön aus. Aber innen? Ich meine, wenn ich mir vorstelle, dass irgendwelche Bürger vorbeikommen, um ihren Reisepass zu beantragen, fürchterlich. Da kriegt man doch Angst. Pauline, ich muss unbedingt mit dir reden. Oh, hey Mario. Kommst du voran? Wie läuft's in der Verwaltung? Naja, fürchterlich. Ich kann ja nicht mal richtig arbeiten. Schau dir das mal an. Im Rathaus geht's ja drunter und drüber. Alles ist brüchig. Ja, ich weiß. Und ich kann's einfach nicht sanieren. Warum das denn nicht? Naja, du musst wissen, dass dieses Rathaus unter Denkmalschutz steht. Echt? Ja, wir können wirklich gar nichts tun. Woran liegt das denn? Wer hat das beantragt? Der alte Bürgermeister. Und wo finde ich den? Kann ich mit ihm reden? Nein, das ist schon sehr, sehr lange her. Der lebt ja gar nicht mehr. Na toll. Vielleicht finde ich ja irgendwas im Archiv in der Odyssee. Ich muss mal nachsehen. Pauline, vielen Dank erst einmal. Kein Problem. Viel Erfolg. Oh Mann. Ich hoffe, ich finde einige Informationen zu den Architekten oder vielleicht sogar zum Bürgermeister. Warum er auf die Idee kam, da kein Geld in die Hand zu nehmen. Ich meine, das ist wichtig. Irgendwann fällt das ganze Gebäude noch auseinander. Also das muss man wirklich warten. Naja gut, schauen wir mal nach. Ich könnte ja meinen alten Kumpel fragen. Der hat genau in diesem Haus gewohnt. Aber der gute alte Rainer, den gibt's hier gar nicht mehr. Der ist umgezogen. Ah, schade. Na gut. Laufen wir weiter zum Archiv. Ich hoffe, wir finden einige Antworten. Okay, einmal kurz mit dem Moped hier drüber. Hey, Achtung! So, und geschafft. Dann würde ich sagen, schnell nach oben. Da oben wartet die Odyssee. Zack! Irgendein paar alte Berichte muss es dazu geben. Hey, Luigi! Hey, Mario! Immer wieder schön, meinen Bruder hier oben zu sehen. Na gut. Da wären wir auch schon bei der Odyssee. Aber Moment mal, was ist da hinten? Hä? Was ist das für ein Gemälde? Das sehe ich ja zum ersten Mal. Und das sieht irgendwie aus wie New Donk City, allerdings vor einem Jahrtausend gefühlt. Das ist ja schon ewig her. Aber was genau kann das sein und warum bewegt sich dieses Gemälde? Hä? Was? Was ist denn jetzt los? Oh, nein! Wow! Was ist das für ein magisches Portal? Hey, aufstehen! Autsch! Ey, lass das! Aufstehen, habe ich gesagt! Moment! Warum stecke ich in diesem komischen Körper drin? Wer oder was bin ich jetzt? Und du siehst ja aus wie ich. Nur irgendwie farblos. Ja, hör auf. Nerv nicht und verschwinde von hier. Wer bist du? Ich bin der Bürgermeister von New Donk City. Sieht man das nicht? Aber was? Moment. Bin ich etwa in die Vergangenheit gereist? Ich verstehe das nicht.
Und warum sehe ich so komisch aus wie eine rosa Kugel? Eine Knutschkugel. Ja, ich habe gesagt, du sollst von hier verschwinden und uns nicht stören. Ah, jetzt hast du mich auch noch besiegt. Jetzt reicht's mir langsam. Das kriegst du zurück. Ey, warte mal. Bist du der Bürgermeister aus der Vergangenheit? Wenn ja, dann bist du mir ein paar Antworten schuldig. Verrate mir, ouch, was ist das für ein komischer Drache? Verrate mir sofort, warum du das Rathaus unter Denkmalschutz gesetzt hast. Oi, oi, oi. Du willst wissen, warum ich das getan habe? Ist doch einfach, damit ich kein Geld mehr für die Sanierung reinstecken muss. was? Warum habe ich die Fähigkeit verloren, schwimmen zu können? Nein! Und so wurde Mario vom Wasser erfasst. Doch er überlebte. Wo bin ich? Vor mir liegt ein gigantischer Dschungel und, wie es aussieht, stecke ich immer noch in dem Körper von dieser rosafarbenen Knutschkugel. Aber wo bin ich hier? Ich verstehe das alles nicht. Ich bin in die Vergangenheit gereist und stecke in dem Körper von diesem Ding und ich komme da nicht raus. Ich glaube, ich gehe jetzt mal in den Dschungel und schaue mich da um. Wahrscheinlich hat es alles seinen Sinn und Zweck, dass ich jetzt hier bin. Vielleicht soll ich die Vergangenheit in dieser Form kennenlernen und besser verstehen. Aber wo genau sind wir hier? Na okay, was ich nicht verlernt habe, ist das Springen. Das kann ich ziemlich gut als Super Mario. Aber was ist das denn? Wow, okay, das kann ich als Mario natürlich nicht. Irgendwelche Sachen einsaugen. Ey, was bist du denn? Du bist aber ein süßes Tierchen. Oh, eine Kirsche. Leckerschmecker. Hä? Was? Was ist da vorne? Das ist New Donk City in der Vergangenheit. Oh, wie cool, wie cool, wie cool. Oh, das ist mir eine große Ehre, das jetzt hier erleben zu dürfen. Ich wünschte, Pauline wäre hier. Und all die anderen Bewohner aus New Donk City. Sie würden das bestimmt spannend und interessant finden, all das sehen zu können. Und was bist du denn für einer? Oh, Achtung, da hat er ein Schwert. Und da vorne ist ein Goomba. Hey, du kleiner Goomba. Schaut mal, dieser Goomba kommt auf mich zu. Hä? Oder bist du ein Toad? Na warte, dir springe ich auf den Kopf. Warum funktioniert das nicht? Ich meine, sonst... Oh, es hat doch funktioniert. Komisch. Dann mal schnell weiter. Und da vorne ist ja noch ein Goomba. Oder ein Toadie? Hey, Goomba. Aber das mit dem Draufspringen klappt nicht so ganz. Moment. Vielleicht ist das ja gar kein Goomba. Okay, also damals gab es keine Goombas in New Donk City, sondern ganz andere Lebewesen. Interessant. Sehr, sehr interessant. Na gut. Jetzt habe ich eine ganz besondere Fähigkeit. Also, der Körper, in dem ich stecke, der ist auch echt interessant. Autsch, hey! Hör doch auf damit! Sui! Oh, jetzt habe ich ein paar Bomben. Sehr cool. Ich frage mich, wie ich heiße. Bin ich trotzdem noch Mario, obwohl ich in diesem Körper dieser rosa Knutschkugel stecke? Oder heiße ich vielleicht doch irgendwie anders? Vielleicht heiße ich Eduard oder Melanie oder... Ach, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Hey, Moment mal. Ist das das Stadtarchiv aus New Donk City? Da muss ich unbedingt mal reingehen. Vielleicht kann ich da etwas in Erfahrung bringen. Komisch. Sieht nicht ganz so aus wie in New Donk City, aber... Warum steht da ein Auto? Und... Hey, wer bist du denn? Seid ihr Koopas? Oh, Vorsicht! Oh, nicht so hastig! Euch sauge ich einfach ein! Oh.
Ich bin ein Auto. Also wie ein Taxi aus New Donk City sehe ich nicht aus, aber irgendwie fährt sich dieses Ding echt gut. Okay. Einmal durch die Werkstatt. Also sowas haben wir mittlerweile nicht mehr in New Donk City. Und volle Kraft voraus! Wow! Hier geht die Post ab. Aber bin ich hier richtig? Boah, ich wünschte, all meine Freunde könnten das sehen. Prinzessin Peach, Luigi, von mir aus sogar Bowser. New Donk City, voller Natur, alles überwuchert. Liegt das etwa wirklich daran, dass gar nicht mehr Geld in die Infrastruktur investiert wurde? Oh Mann, oh. Und da vorne ist eine riesige Brücke. Und kaboom! Kommen wir hier durch? Oh, Achtung! Die Brücke fällt! Hä? Schaut mal! Da tönt Musik! Die Musik von Pauline! Ey, das ist ja verrückt! Cool! Boah, ich fühle mich so, als wäre ich hier zu Hause in New Donk City in Super Mario Odyssey. Aber Moment mal. Irgendwie ist das New Donk City aus der Vergangenheit. Halten wir das nochmal fest. Der Bürgermeister wollte kein Geld investieren, um alle Gebäude, vor allem aber auch das Rathaus, zu sanieren. Stattdessen hat er sich das Geld in die Taschen gesteckt und kein Geld für die Sanierung investiert. Ich meine, schön für die Natur, aber schade für all die Menschen, die hier mal gelebt haben. Dabei ist es doch wichtig, das Zusammenspiel zwischen Menschen und Tiere und der Natur zu ermöglichen. Naja gut, den alten Bürgermeister werde ich nicht mehr zum Umdenken bringen, zumal das alles in der Vergangenheit ist. Heutzutage regiert Pauline, die Bürgermeisterin, über New Donk City. Aber ich muss ihr unbedingt davon erzählen. Wow, spannend. Und wo sind wir denn jetzt? Was seid ihr denn für kleine Racker? Hey, die Armen, die sind ja gefangen genommen worden. Oh, die tun mir leid. Sind das Goombas, Koopas oder irgendetwas anderes? Erstmal muss ich aus diesem Auto raus. Uiuiui. Ich würde gerne zurück in meine alte Welt. Also in die Neuzeit, zu Pauline. Und ihr davon berichten, sodass wir New Donk City ein bisschen natürlicher gestalten können. Aber wie es scheint, muss ich in der Vergangenheit erst einmal etwas richtigstellen. Etwas Gutes hinterlassen. Boah, da sind sie schon wieder. Hey, lass den Armen in Ruhe. Hey, lass sie doch in Ruhe. Warum sperrt ihr sie ein? Oh nein, ich muss sie stoppen. Und wer bist du denn? Hey, Moment mal. Bist du Cappy aus der Vergangenheit? Das könnte durchaus sein. Oh nein, 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 bitte nicht, bitte nicht. Oh weh. Mach dir keine Sorgen. Ich bin hier, um dich zu retten. Und dann muss ich aber schnell zurück in die alte Zeit. Also in die Neuzeit, wenn ihr versteht. Lasst ihn in Ruhe. Hey, ihr zwei. Euch sauge ich mit meiner neuen Fähigkeit einfach ein und spuck euch wieder aus. Zack. Na, habt ihr schon genug? Und hey, den letzten habe ich zum Fressen gehört. Ich krücke nicht runter. Oh, jetzt. Ui, das war ein Brocken. Hey, wer bist du denn? Du bist bestimmt Cappy aus der alten Zeit, aus der Vergangenheit. Wir haben dich gerettet und das ist die Hauptsache. Juppie-ja-yay! Danke, dass du mich gerettet hast. Bitte kehre zurück in deine Zeit und besiege den bösen Bürgermeister. Das werde ich. Los geht's! Kirby gegen den bösen Bürgermeister aus der alten Zeit, Mario. Hey, ich bin ja zurück in New Donk City. Allerdings ist der böse Bürgermeister auch noch da. Ich will, dass du von hier verschwindest. Wenigstens konnte ich das Rätsel lösen, warum New Donk City
nicht mehr saniert wurde und mittlerweile unter Denkmalschutz steht. Das ist alles nur, weil du dir das Geld in die Taschen gesteckt hast. Dich werde ich stoppen! Diesmal werde ich ein bisschen besser kämpfen können, weil ich mich mittlerweile mit meinem neuen Körper arrangiert habe. Auch wenn ich hoffe, dass ich meinen Mario-Körper danach wieder zurückbekomme. Na komm, dich werde ich irgendwie stoppen können. Wir steigen hier weiter nach oben auf, in New Donk City. Na komm her, dich werde ich aufhalten. Ich will, dass du hier aus dieser Welt verschwindest. Nicht bevor ich dich gestoppt habe. Nur wenn ich das tue, nur wenn ich das schaffe, werde ich meine alte Welt zurückkehren können. Wow, da ist Mother Brain aus Metroid. Autsch, das tut weh. Und da ein Smash Ball. Wenn ich den kriege, kann ich eine Macht entfesseln, die der Bürgermeister noch nicht gesehen hat. Oh, oh, nein, 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 nein. Oh, noch hast du nicht gewonnen. Ich muss mir unbedingt etwas ausdenken, wie ich ihn überrumpeln kann. Okay, auf geht's. Diesmal werde ich dir zeigen, aus welchem Holz ich geschnitzt bin. Gleichstand, würde ich sagen. Nicht so hastig. Ich werde dafür sorgen, dass du für immer in dieser alten Welt feststeckst und nie mehr nach Hause kommst. Hey, da ist Bomberman. Bomberman, du musst mir helfen. Ja, ja, sehr gut. Oh, das war ein starker Einsatz. Und da oben ist er wieder erschienen. Jetzt wollen wir aber alles geben. Dich werden wir stoppen. Du fieser Bürgermeister. Boom, sehr gut. Wir können die Vergangenheit zwar nicht mehr ändern, dafür aber die Gegenwart, die Zukunft beeinflussen. Und deswegen werde ich dir jetzt einfach alle mal beweisen, dass wir im Recht sind. Wir sorgen dafür, dass die Menschen, die Tiere, aber auch die Pflanzen, die gesamte Natur im Einklang leben kann. Und dafür muss ich dich besiegen, böser Bürgermeister. Autsch. Ey. Du bist viel zu schwach, du kleiner Giftzwerg. Oh, da, ein Tanuki-Blatt. Okay, Zeit für Tanuki-Kirby. Das sieht auch super aus. Vorsicht. Stachelpanzer aus Mario Kart. Boom. Ja, leider nicht erwischt. Da, da ist wieder ein Smash-Ball. Den muss ich mir schnappen, bevor es zu spät ist. Da ist Pauline. Hey, Pauline. Ob sie uns wohl sehen und hören kann? Wahrscheinlich ist das einfach nur eine Projektion aus der Zukunft. Und aus ein kleiner Pilz. Der ist zwar aus Earthbound und eigentlich nicht aus dem Kirby-Universum. Allerdings sieht er aus wie diese neuartigen Goombas, die ich vorhin kennenlernen durfte. Also gut. Spüre die Giftspuren von diesem Pilz. Oh, oh, jetzt gebe ich dir aber wirklich Saures, mein Freund. Boah, geschafft. Kirby ist der Meister! Yay! Oh, was ist denn jetzt wieder los? Oh, 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 nein! Wow! Hä? Ich bin wieder der Alte! Und ich bin wieder New Donk City! Es hat funktioniert! Ich habe vieles aus der Vergangenheit lernen können. Und das werde ich jetzt auf jeden Fall Pauline erzählen. Meine Lieben, bleibt katztastisch.